ich stamme nicht vom Affen ab. Du kannst 1 Million Fische aus dem Wasser ins Land legen, die werden sich nicht verwandeln. So. Die werden einfach nur sterben. Besser kann man es nicht sagen, Digga. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Einmal Flex auf euren Nacken. Ich küsse euer Herz. Ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Von Letzte Runde heißt der Kanal. Das Video heißt, ich stamme nicht vom Affen ab. Kollege bei Letzte Runde Teil 2. Das ist ein sehr altes Video von 9 Jahren hochgeladen, aber irgendwie wurde mir das an der Seite angezeigt und ich habe mir gedacht, das ist doch mal ein interessantes Thema. Hier geht es, glaube ich, um die Evolutionstheorie und ich habe da ja auch meine eigene Theorie oder meine eigene Meinung zu und ich dachte mir jetzt, wir gucken mal, was der Kollege dazu sagt, wenn ich das so sagen darf, der junge Kollege dazu sagt. Ja, wir gehen da rein, Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren, Peter geht los, Digi. Und los! Und Fische ans Land, aus dem Wasser ins Land legen, die werden sich nicht verwandeln. So. Die kannst du aus dem Wasser nehmen und ans Land legen, die werden sich nicht verwandeln, meine lieben Freunde, verstehst du? Ja, aber jetzt kommen die Gegenseite, würde jetzt sagen, ja, aber das passiert ja nur über Jahrmillionen. Okay, dann zeig mir mal ein Skelett, was zwischen Mensch und Fisch war. Menschen, Fischmensch. Zeig mal. Gibt's nicht. Ah. Okay. Die werden einfach nur sterben. Das sind Facts, Bruder. Die werden einfach nur sterben. Das ist, da kann man noch nichts anderes zu sagen. Der hat recht, oder nicht? Evolution bis zu einem gewissen Grade ist auf jeden Fall Fakt. Anpassung. Adaptation auf jeden Fall. Weißt du? Allerdings, da sind so viele Lücken. Also ob das überhaupt so ist, dass wir vom Affen abstammen, das wage ich mal stark zu bezweifeln. Fühle ich. Denn alle Übergangs-Mischgeschöpfe, Skelette, gibt's gar nicht. Ne? Gibt's keine Skelettfunde, die eindeutig zeigen, hier Schimpanse, dann nicht mehr ganz, nicht mehr ganz, nicht mehr ganz. Es gibt diese klassische Reihenfolge der bis zum Homo sapiens, was allerdings auch... Das ist das hier, meint der gerade. Das ist zum Beispiel, da wo die den Affen zeigen, ich glaube, das gehört nicht dazu. Also, wenn du dir diese Sache hier anguckst, so, dann siehst du ja, dass das von Anfang an vor 4,2 bis 2 Millionen Jahren menschenähnliche Geschöpfe waren, die aufrecht gelaufen sind, weißt du? Und das ist halt eine Adaption. Und es findet auch heutzutage immer noch in der Tierwelt statt. Zum Beispiel, das kann ich nur immer wieder als Beispiel nehmen, da gibt es so einen Vogel, der auf so einer Insel gelebt hat und dann haben die, das Klima hat sich verändert, die Früchte sind anders gewachsen, die Schalen sind härter geworden, dann haben die Vögel einen längeren Schnabel entwickelt, damit sie noch an die Frucht rankommen, weil sie die zum Überleben brauchten und sowas kann natürlich stattfinden. Aber dass aus einer Spezies eine komplett andere Spezies wird, das kannst du mir einfach nicht erklären. Das kann keiner erklären, deswegen ist es... Wie lange gibt es die Evolutionstheorie schon? 1000 Jahre oder so, ne? Okay, 1000 war ein bisschen übertrieben. Ein paar hundert Jahre. Und bis heute ist es einfach nur eine Theorie. Und die Wissenschaft, die wirklich aktuelle Wissenschaft zu dem Thema, ist sich eigentlich einig, dass die Evolutionstheorie, wie sie Darwin beschrieben hat, nicht stimmt. In der ersten Stufe, ganz klar, mit dem Affen nichts mehr zu tun hat, so, ne? Was glaubst du denn, was stattdessen irgendwie da passiert ist? Wenn du sagst, da gibt es keine Skelette, es gibt keinen Nachweis, also quasi, ob wir vom Affen abstammen oder nicht. Was könntest du dir denn sonst vorstellen, von was wir abstammen? Wir wurden erschaffen, das glaube ich. Ich bin ein gläubiger Mensch. Ja, 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 ich auch. Und wenn du es bis auf den Urknall zurückverfolgst, ich meine, dann wären wir ja quasi aus einer Explosion von Sternenstaub, wäre eine intelligente Spezies erstanden, nur durch Zufall, durch das Zufallsprinzip. Und das Zufallsprinzip ist nun mal nicht das Prinzip, was das Universum regiert, sondern die physikalischen Gesetze. Aus Chaos entsteht niemals Ordnung über die Zeit. Genauso wenig, wie du dich in die Sahara stellen kannst und 50 Millionen Jahre warten kannst, da wird niemals durch den Wind irgendwie ein schönes Sandschloss entstehen durch Zufall. Ne? Nee, aber angeblich entstand ja die Sahara durch 50.000 Jahre Wind. Also von daher, da muss ja vorher was anderes gewesen sein. Ja, das ist ja wieder was ganz anderes. Nö, aber das wäre ja genau. Das ist Klimaveränderung. Auch dieses Evolution, dass man sagt, hey. Das ist ein Punkt, natürlich, Evolution. Klar, Steine, Wind, der Wind weht über die Steine, zerreibt ihn klein. Das ist halt, Evolution ist ja grundsätzlich nicht falsch. Das ist ja das, was ich auch vorhin beschrieben habe. Innerhalb einer Spezies findet auch Evolution statt. Und wir Menschen verändern uns ja auch immer wieder.
wir entwickeln uns ja auch immer weiter. Irgendwann sind wir komische Roboter, halb Mensch, halb Roboter-Jungs innen. So, das ist das auf jeden Fall, was die wollen. Und dass eine gewisse Art Evolution immer stattfindet, stimmt. Aber dieses, was Darwin beschrieben hat, dieses, dass aus Spezien andere Spezien werden können und diese ganze Sache, das ist halt einfach nicht belegbar. Wie er selber schon gesagt hat, es gibt ja keine Skelette von Mischwesen. Es muss ja ein Übergang stattgefunden haben. Wenn aus einer Zelle ein Fisch geworden ist und aus einem Fisch irgendwas, was auf dem Land lebt, dann muss es ja irgendwas dazwischen gegeben haben, wenn sich das angeblich teils Step by Step entwickelt hat. So. Gibt's aber nicht. Körner häuft sich an, das Ganze, und da hast du eine Wüste da. Das ist ja was völlig anderes. Das ist ja auch keine intelligente Lebensform. Du hast gesagt, da schreibt jetzt einer rein, also ein Hund stammt nicht vom Wolf ab. Bro, checkst du nicht, was wir hier gerade erzählen, Bruderherz? Habe ich nicht gesagt, dass es innerhalb von der Spezies Evolution stattfinden kann? Findest du, dass ein Wolf was ganz anderes ist als ein Hund? Nein, du erkennst offensichtlich, dass das dieselbe Familie ist. Das siehst du. Das siehst du. Das merkst du, das spürst du, das kannst du sehen. Aber wie ist aus einem Fisch ein Wolf geworden? Erklär mir das mal. Das nicht komplett akzeptierst. Genau. Das heißt, in Teilen akzeptierst du es. Natürlich, schon. In Teilen akzeptierst du es schon. Klimatische Veränderungen bewirken zum Beispiel, dass Behaarung mehr ausgeprägt wird. Ne? So. Deswegen hast du damals die Mammuts gehabt, ja, wo in der Eiszeit Schnee hat da gelegen. Die Mammuts hatten Haare. Dann wird es wieder wärmer. Haare sind abgefallen, ist nicht mehr notwendig. Die Adaption einfach an klimatische Bedingungen, sowas. Ja. Aber wie soll, mal ganz klar gesagt, ein Fisch zu einem Leguan werden? Wie? Mehr immer aus dem Wasser springt, immer eine Sekunde länger atmen kann und irgendwann völlig sein Atmungssystem so verändert, selber, dass er zu einer völlig anderen Spezies wird. Wie soll das passieren? Es gibt eine Dokumentation, ich habe den Namen leider vergessen, aber da sind Wissenschaftler von Harvard, Princeton, bla bla bla, die treffen sich auf so einer Insel oder irgendwo am Meer und haben dann monatelang besprochen und versucht, die Evolutionstheorie zu beweisen oder zu widerlegen, halt Wissenschaft betrieben. So. Und dann sind die auf einen Organismus in unserem Körper gestoßen, das ist so ein propellerartiges Teil, das ist ganz klein in unserem Körper, und dieses Teil, haben die gesagt, kann sich nicht entwickeln, weil dieses Teil kann nur funktionieren, wenn es komplett von Anfang an vorhanden ist. So. Also wir würden als Menschen nicht funktionieren, wenn dieses Ding in unserem Körper, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Name war, das war so ein ganz kleiner Organismus in unserem Körper drin, wenn das nicht komplett direkt so wäre, wie es ist, dann könnte der menschliche Körper nicht funktionieren. Und so ist es auch mit vielen anderen Sachen. Da kann kein Übergang stattfinden, weil es nur funktioniert, wenn es komplett vorhanden ist. Und es macht für mich total Sinn. Wie soll sich sowas über Jahrmillionen, weil die Evolutionstheoretiker sagen, ja, das ist aber über Jahrmillionen passiert, aber es muss ja irgendwas zwischendrin dann gegeben haben. Aber zwischendrin Wesen würden nicht funktionieren. Wie sollen die sich dann entwickeln? Wie sollen die Kinder bekommen? Wie sollen die sich weiterentwickeln, wenn die nicht mal an Land atmen können? So. Es ist, also keine Ahnung, so rein logisch gesehen, wenn ich drüber nachdenke, einfach ich als Mensch bin kein Wissenschaftler, Digga, was weiß ich schon. Aber das macht für mich so krass keinen Sinn, das ist crazy. Halt einfach. Genau so, wie du das gerade beschrieben hast. Also vorstellen kann ich mir das auch nicht, aber das ist ja die Theorie. Du kannst 1 Million Fische ans Land, aus dem Wasser ins Land legen, die werden sich nicht verwandeln. So. Die werden einfach nur sterben. Besser kann man es nicht sagen, Digga. Ist so. Ja, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass wir von längeren Zeiträumen reden, oder? Das ist ja, aber wie lange willst du die Fische denn da am Meeresrand liegen lassen, damit daraus irgendwas anderes sich entwickelt? So? Wie? Die Ausrede, ja, das ist über Jahrmillionen passiert, macht trotzdem genauso wenig Sinn. Okay, seit wann gibt es uns denn dann überhaupt? Also das Ding ist ja auch, der Fisch, der ans Land springt, warum sollte er das überhaupt erstmal tun? Ja, ist erstmal die erste Frage. Ja, wir springen ja auch ins Wasser. Ja, klar, aber wir gehen dann auch wieder raus. Und jetzt bis jetzt über die Menschheitsgeschichte, uns gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre. Ja, klar, aber wir gehen dann auch wieder raus. Auch nie gelernt, unter Wasser zu atmen. Ne? Passiert halt einfach nicht. So jetzt. So.
man sagen, ja, die Fische gibt es aber schon länger, die gibt es ja Millionen. Aber selbst wenn der Fisch seine Lunge ein bisschen vergrößert oder so, oder ja, der eine Fisch überlebt ein bisschen länger an Land, der stirbt ja trotzdem. Der geht ja dann nicht wieder ins Wasser zurück und gibt sein, wenn das jetzt ins Erbgut übergehen würde, dieses... Ah, gut gesagt. ...längerte Atmen, das gibt er ja dann nicht mal weiter so. Das wird ja dann nicht mal weitergegeben in seiner Nachfolgegeneration. Das genau, weil der Typ nicht überlebt, der Typ, sage ich, der Fisch. Selbst wenn der jetzt ein bisschen länger an Land atmen kann, der stirbt trotzdem und der nächste Fisch, sein Sohn, meinetwegen, oder der hatte keinen Sohn mehr. Der zeugt ja keine Nachkommen, die irgendwie dann das übernehmen, was er vortrainiert hat. So, ne? Es gibt auch tausend Beispiele dafür, wo sich Genmaterial entsprechend verändert, durch Strahlung zum Beispiel. Natürlich, aber dann werden die Tiere ja verstrahlt und zeugen noch Nachkommen. Verändern sich, ja klar. Die verrecken ja nicht durch die Strahlung und können dann keine Nachkommen mehr zeugen. Der Fisch allerdings, der an Land springt, der stirbt und kann sich nicht mehr weiter vermehren. Und ein verstrahlter Fisch könnte doch vielleicht an Land irgendwann die Möglichkeit haben, sich zum Land hin, also als Landlebewesen hin zu verändern. Zu einem Landlebewesen hin zu verändern. Wie, aber wie? Wie lange soll der dafür brauchen? So, der ist jetzt verstrahlt, der springt jetzt einfach an den Strand so, bupp, dann liegt der da. Ohne Füße, ohne große Lunge und ja, der kann jetzt ein bisschen atmen so. Was macht der denn dann? Wachsen dem dann in 10 Minuten Füße und die Lunge wird dann größer? Und wie gibt er das dann weiter? Was passiert da? Das wäre der richtige Satz gewesen. Naja, Strahlung macht aber eher kaputt. Ne? Strahlung macht die DNA kaputt. Und wir sprechen ja hier von einer völligen Umwandlung der DNA in ein anderes Atmungssystem. Die Fische atmen über die Kiemen. Ja? Und das machen Landlebewesen eben nicht. So, das wäre eine komplette... Wer sagt, dass es ohne Füße ist? Also der Fisch hat schon Füße. Schon im Wasser entwickelt. Für was? Wieso? Aus welchem Grund? Warum braucht der Füße im Wasser? Füße drin, man, Alter. Der sagt, ja, hat er. Na, erklär mir, warum? Füße-Vibes, Bro. Weil der das fühlt oder was, Digga? Oder weil... War der vielleicht ein Fischweibchen und die Fischmännchen stehen auf Füße? Und dann hat das Ding noch OnlyFans gemacht, Digga, und hat seine Füßbilder verkauft. Und deswegen ist er dann auch irgendwann an Land gegangen, weil er nach einem neuen OnlyFans-Manager... Ach, jetzt laber ich Scheiße, Digga. Eine kreative Veränderung wäre das ja. Und Strahlung macht es nicht. Strahlung ist einfach nur zerstörend. Du hast dich da schon öfter mit auseinandergesetzt. Ja. Und hat das was... Ist auch ein wichtiges Thema. Ist ein wichtiges Thema, weil das der Ursprung ist von... Also das wird uns ja verkauft, dass das Fakt ist und dass es so ist. Und das ist ja, da wird ja quasi dann auch mit dem Ursprung der Menschheit gespielt und so. Und das ist halt ein Thema, mit dem sich eigentlich Menschen beschäftigen sollten. So, wo kommen wir eigentlich her? Dann mal kurz raus. Der hat Füße entwickelt im Wasser. Ähnliche Entwicklung gibt es bei Salamandern umgekehrt. Es macht keinen Sinn, dass ein Fisch im Wasser Füße entwickelt. Der muss ja dann, hat er schon gefühlt so, ey, ich will an Land gehen, Digga, irgendwann. Bro, das hat einfach Lücken, eure Theorie. Da würde mich interessieren, hast du dich damit im Zuge deiner Konvertierung? Du bist doch auch bestimmt, glaubst nicht an Gott, ne? Glaubst du an Gott? Auseinandergesetzt, also du bist, das muss man an der Stelle sagen, mit 15 zum Islam konvertiert. Alhamdulillah. Sind das so Fragen, die man sich ab da gestellt hat oder die man dir auch gestellt hat? Oder ist das etwas... hast du dir die Frage vorher gestellt? Ich habe mir die Frage schon vorher gestellt. Ich habe relativ früh angefangen, mich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, schon mit 8, 9 Jahren, was total früh ist eigentlich. Ich war jetzt kein Psychokind, auf keinen Fall. Ich habe auch natürlich Fußball gespielt und alles, aber ich habe schon immer so einen Hang dazu gehabt, mir so über die wichtigen Fragen der Welt Gedanken zu machen. Und diese Evolutionsgeschichte, die war für mich auch... Das war früher mal Standard, Freunde, das müsst ihr euch mal überlegen. Früher war das mal Standard, dass Menschen sich darüber Gedanken gemacht haben, wo die herkommen. Oder in die Sterne geguckt haben und versucht haben, die Sterne zu erklären. Oder die Natur beobachtet haben und sich gedacht haben, okay, crazy, krass, ist das wirklich einfach aus Zufall entstanden? Oder ist da irgendwas Höheres mit dem Spiel? Die meisten Menschen heutzutage, die machen sich nur darüber Gedanken, ey, ich brauche, der nächste TikTok muss geiler sein, Digga. Swipe, 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 swipe. Also, ich finde, wir sollten wieder mehr uns über solche Sachen Gedanken machen, weil das
auch eine sehr wichtige Sache ist, finde ich persönlich. Konvertierung also gar nichts zu tun. Ne? Und das hat für mich immer schon relativ wenig Sinn gemacht. Ich habe dann aber auch mich eingehend damit beschäftigt. Also ich habe von Kreationistenbüchern bis zu totalen Evolutionsverfechtern. Der Maria sagt gerade, das wäre voll süß, ein Fisch mit kleinen Füßen. Dann bis zu den Originalschriften von Darwin. Ich habe da alles gelesen so, und habe mir dann so versucht, mein eigenes Bild davon zu machen. Ne? So, das ist halt krass. So, der hat die Originalschriften auf sich reingezogen und so. Das ist eine gute Sache, Digga. Kann man gerne drüber diskutieren, auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Kollege jetzt die hundertprozentige Wahrheit hier erzählt oder dass ich die hundertprozentige Wahrheit weiß oder dass der Darwin hundertprozentig die Wahrheit weiß. Aber ich finde es wichtig, dass wir darüber reden, dass wir uns sowas reinziehen, dass wir unsere eigenen Theorien aufstellen, dass wir uns zumindest mal damit beschäftigen. Und aus meiner Sicht macht die Darwin'sche Evolutionstheorie keinen Sinn. Und ist auch okay so. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist quasi resultiert aus monatelanger Recherche auch, die wir hier betrieben haben, und das ist mein aktueller Wissensstand und das ist das, was ich denke und fühle. Jeder soll von euch denken, was er denkt und fühlt. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Schreibt auf jeden Fall eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Stößchen auf euren Nacken. Bis dahin. Peace out.